Bungee Shark live bei? Nee, muss ich bei der nächsten Stellung wieder mit. Schizophren. Ich hätte gern so eine schwarze Fährmann-Gürteltasche. Okay, hat der die mal noch eine Nummer kleiner? Es gab die noch ein bisschen kleiner, die wir früher die letzte schon gekauft. Das ist jetzt die bisschen größere. Ja, weil ich die, ja. Da ist die kleinere. Man kriegt dann wieder rein. Und ich frage, ich muss jetzt hoffen, dass der Fährmann irgendwie erreichbar ist, weil man nur ein, zwei Sachen wieder. Ich weiß es aber nicht, weil der jetzt im Sommer hat er gesagt, der hat jetzt einmal zwei, drei Wochen irgendwas live zu. Und dann weiß ich nicht, ob er halt selber auch nicht und die Maschine auch nicht. Aber wie gesagt, ich muss. Die kleine wieder rein, weil die sicher. Wieder also, ja, ja. Nee, nee, also wir haben die kleine, wie gesagt, der standardmäßig und dann meistens öfters noch ein bisschen. Gibt es doch bestimmt schon 20 Jahre, ne? Uns? Ja. Ich habe nämlich vor 20 Jahren meine erste gekauft bei euch und die ist jetzt. Löst sie sich langsam jetzt? Auf und ist täglich jeden Tag im Einsatz gewesen. Und jetzt wäre es halt gut, wenn ich dieselbe Größe wieder kriege. Fährmann spricht für Qualität. Mehr live geht nicht. Falls doch, eine E-Mail an gala@gala.com.tv. Aber ich komme dann auf, also wie gesagt, kommt auf alle Fälle. Wann soll ich dann mal vorbeischauen? So nach den ganzen Sommerferien und. Allerspätestens, aber ich denke, unser Ende des Monats. Alles klar. Weil wenn ich es richtig im Kopf habe, wie gesagt, müsst du jetzt eine Woche schon Ferien haben, maximal nur zwei Wochen und dann die letzten Aufnahmewoche, soll ich spätestens wieder was herkriegen. Irgendwie. Alles ansonsten klar. Einfach mal zwischenzeitlich kurz durchrufen, ob schon Schlüsseltisch lang ist. Okay, alles klar. Ciao. All the best. Oh, das sind 10 Kilo? Nee, Liter. Liter? Liter, ja. Dafür nehmen wir den, weil einfach dieser Plastikpass schön ist. Das ist, wie gesagt, am Tragekomfort. Du wirst eher mal knabbern wie an der Farbe. Ja, ja. Und der Größe, wie gesagt, bei der Größe. Black Diamond ist auch da. Black Diamond ist auch da. Eine Black Diamond Jacke, bitte. Wahnsinn, Bestellungen über Bestellungen. Naja, wir zufrieden eben. Beliebt, bekannt. Mehr als 25 Jahre. Wir zufrieden, Nürnberg. Das wäre jetzt das gleiche als Statikzeit, also wenn wir jetzt eher für technische Arbeiten oder so, wo du
immer nicht dehnen willst, weil, das weiß ich, willst du jetzt zum Beispiel an der Hausfassade irgendwo Fenster von außen putzen oder so, lässt dich ab, ne, positionierst dich und dann plötzlich geht das Ding halt in die Knie, weil es dann halt dehnt noch ein bisschen. Ja. Und das wäre halt eher für so Arbeitsgeschichten. Ansonsten, wenn es jetzt eher mal so für Klettersteig, dass du sagst, Mensch, da ist ja mal eine blöde Stelle, jetzt weiß ich nicht, will ich eher hinterher und hab zwar ein Sicherungsset, aber du bist ja nicht sicher, dann nimmt man halt so 8 mm Rebschnur, die hält auch 1280 Kilo. Wird auch nichts passieren, solange man nicht neu stürzt. Weil da gibt es ja immer bloß ums Stürzen, wenn es wirklich neu stürzt, dann wirklich Seil ausgegeben hast und da dann voll. Was kostet bei der Mieter? Die 10.3 hat 7 Normstütze, da kostet der Mieter 2,20. Das macht jetzt zum 8er was mit 1,70 Meter. Oder 1 Euro. Was war das jetzt? Ne, 1,90 kostet das mittlerweile schon. Macht es dann endlich 30 Cent Unterschied. Da geht es wenn dann höchstens ums Gewicht, wenn man es jetzt durch die Kraft hat. Also Verkehr, da steigt sich Schichten, wenn es jetzt heißt, mal stahlseilfreies Stück überbrücken oder mal nachsichern an einer Leiter oder so. 10, 15 Meter von dem Land. 2 Meter, 3 Meter, die lassen wir uns runter, weil das ist ja ein Wort zu kitschig, wenn man so kommt. Ne? Ja, lieber, du hast irgend sowas dabei. Ja, genau. Aber wie gesagt, da langt dann den meisten das da, weil du ja, wie gesagt, du nutzt das dann ja nicht wirklich als Seil im klettertechnischen Bereich, dass du hineinfallen kannst. Und wenn, dann lässt man sich halt oder fährt halt mit einem Achter dran. Servus. Danke, bitte. Die Sterzelkerber. Was es alles so gibt. Und da kommt ja schon der Mr. Black Diamond. Das ist natürlich auf alle Fälle auch ein bisschen robuster. Dankeschön. Pumpe. Ich wollte es vorhin mal sauber packen, um euch was zu geben. Nee, kommt nicht, weil. Nee, sind okay. Dann einfach eine komplette Pumpe. Genau. Für den Ding. Wenn Sie mit so einem wunderschönen Streifen kommt, dann Coffee Shop. Genau, das sind wir direkt da dahinter. Ja, klar. Jo, tschüss. Kletteralarm live, Frau Sebastian. Macht er Schlangentraining oder Längentraining? Ich mag es haben. Also, 1 Meter. So, das ist ordentlich.
Vom Schnürchen. Lange geht es. Für was gut zu wissen. Ja, weil er das dann wieder dickere nimmt. Die ist halt ein bisschen sehr dünn, weißt du? Das ist ein bisschen so. Matthias, nimm lieber das dicke. Schau mal, das ist wirklich fummelig. Also, wenn du mal eher so Knoten und so Sachen ein bisschen üben willst, würde ich schaffen. Gute Idee, Matthias. Und 1 Meter lang dir. Zwei ist besser, ne? So für ein bisschen mehr. Genau, so. Einmal bitteschön. Wie nennt man das, was du jetzt gerade mit der Maschine gemacht hast? Seilschneiden. Seilschneiden. Seilschneiden nennt sich das gerne. Und ein Veröser auch gleich? Oder ein Vernater? Nein, ein Seilschneider. Weil der macht das gleich. Schweißt es quasi. Dass sich das nicht auftrennt. Dass sich das nicht aufdröselt. Aufdröselt. Dröseln. Schizophrenalarm live. Mit dem Filmbike galacom.tv. Ja. Alles klar. Special. Tschüss. Du musst mir die erste Mal. Nee, ist wirklich zu überlegen. Also ich weiß wirklich, also ich hätte jetzt. Ich muss jetzt sagen, mit 42 Euro hätte ich jetzt auch nicht gerechnet, ich hätte mit 30 Euro gerechnet. Ja, sowas hätte ich ja auch gedacht. Aber 42 ist schon. Nein, das überlege ich mir einfach mal dann. Ich habe jetzt das zwei Gas kochen. Der ist einfach schöner, der Benzin ist einfach schöner, weil er halt richtig Druck gibt, ne? Er gibt halt Power. Ja. Was ist denn deine Pumpe? Da ist ein Stellriegchen, da ist das Plastikspülte geworden, da spritzt es raus. Der spritzt so richtig raus. Ich wollte es, wie gesagt, gerade probieren. Und hab mir das Feuerzeug gezückt und sehe dann so eine Lache von mir rum. Nee.